Hi Leute und willkommen zurück zu The Callisto Protocol. Wir sind hier auf einem toten Mond notgelandet und ja, wurden auf üble Art und Weise ins Gefängnis gesteckt und es wurde irgendwas in den Nacken gepflanzt, wie man hier sieht. Es ist generell, ja, irgendwas passiert, während wir in der Zelle hockten. Wir wissen noch nicht mal so genau was, man sieht auf jeden Fall, hier geht die Party ab. Wir haben einen so ein Waffending mittlerweile bekommen, abgebrochenen Schraubendreher auch, um irgendwas zu hacken und wollen uns jetzt mit Elias, einem zumindest anscheinend vertrauenswürdigen Mithäftling, irgendwie da oben auf dem Wärterturm treffen. Ah, und ich fürchte, jetzt müssen wir hier irgendwie mal den hier erledigen. Okay, er wehrt sich nicht. Damit. Nein! Ja, läuft. Zweiter Gegner im Spiel und wir sind. Oh, lecker. Gestorben. Wir sind schon am ersten Gegner fast gestorben. Also irgendwie das mit dem Ausweichen. Muss ich noch so ein bisschen rausfinden. Aber hat beim ersten Gegner gar nicht geklappt. Jetzt haben wir es zwischenzeitlich mal erklärt bekommen. Aber es hat jetzt auch nicht irgendwie geklappt. Halte L nach unten, um Angriffe abzublocken. Ey, sag mal, ich drück doch nach links. Also uns wurde mal gesagt, wir sollen nach links oder nach rechts gedrückt halten, um Angriffen auszuweichen. Ich habe nach hinten gedrückt, Leute. Ohne Witz. Jetzt stehe ich hier vom zweiten Gegner mit genau so viel Leben, dass mich ein Schlag umhaut. Ey, das ist ja schon wieder mega gelaufen. Vielleicht hauen mich auch zwei Schläge um. Ich habe es noch nicht einmal geschafft, irgend so einen Schlag auszuweichen oder abzuwehren oder sonst was. Ne? So, wir haben schon wieder einen kassiert. Ich habe nach links gedrückt. Oder mache ich es mit dem falschen Stick? Muss ich einen rechten Stick nehmen? Ich mache es die ganze Zeit mit dem linken. So, nach hinten auf jeden Fall mit dem linken Stick. Naja, gut. Fleischwunder, okay. Ich habe mit dem rechten Stick drehe ich die Kamera, mit dem rechten kann auch nicht sein. Auf Leiche stampfen. Nachdem du einen Gegner besiegt hast, drücke die Dreieckstaste, um auf seinen Körper zu stampfen und Gegenstände zu erhalten. Hebe alle Gegenstände auf, ja. Danke, danke für den zweiten Hinweis. Da wäre ich jetzt fast nicht von alleine drauf gekommen. Haben wir es jetzt automatisch bekommen? Ja, ne? Wir haben uns jetzt direkt ein bisschen geheilt. Ah, okay. Das mit dem Combat, mit dem Kampf muss ich nochmal irgendwie checken. Jacob, hörst du mich? Ja. Ja. Wie? Ermöglicht zwei Wegefunk mit deinem Chor. Wenn man so lange hier ist, schnappt man einfach Tricks auf. Ah, du hast es zum Transportwissenschaft. Fahr runter und such auf dieser Ebene den Aufzug. Okay, wir sollen erst runterfahren, um raufzufahren. Wir sind jetzt hier einfach an allen. Ja, super, hier hängt ein Arm in der Luft rum, ey. Ah, ich fürchte, das Spiel hat trotz fetten Day-One-Patch 20 GB oder so noch den einen oder anderen Bug. Ich bin mal gespannt, wie viel uns davon noch über den Weg laufen werden. Ich wollte einmal hier gucken, weil wir hier so vorbeigejoggt sind, ob hier vielleicht noch irgendwo was rumliegt in irgendeiner Ecke. Naja, offensichtlich nicht. Ah, ne, hier schweben sogar mehrere Arme. Hier schwebt auch noch einer. Aber keine Absicht, ne, dass das hier Schwerelosigkeit sein soll oder so. Okay, wir fahren mal runter. Ah, ich hätte auf den ersten Gegner auch schon mal drauf treten sollen, der da rumlag. Okay, das ging jetzt nicht ganz so tief wie erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir fahren noch ein ganzes Stück mehr in das schwarze Nichts da unten rein.
Kantine. Ah, die Kantine sieht auch nicht mehr ganz so aufgeräumt hier aus. Und hier schreit auch der eine oder andere. So ein bisschen Sorgen macht mir das schon. Kommen wir auch noch mal rein, manchen? Kriegen wir auch noch irgendwas davon? Nee, offensichtlich nicht. Hat schon jemand anders draufgetreten wahrscheinlich. ist hier Sackgasse? Hier kommt auf jeden Fall irgendwie das Alarmsignal her, glaube ich. Ach so, ach nee, da sollen wir rein. Okay. Okay, da hinten hängt was Grünes. Ich würde vermuten, dass das auch Heilung ist. Ob wir da einfach hinkommen? Nein, kommen wir natürlich nicht. Ah ja, ich habe es geschafft auszuweichen. Ich habe mal das Ausweichen rechtzeitig gedrückt. Die Frage ist nur, wie erkenne ich, ob das... Oh, geil, Gegner beim ersten Versuch erlegt. Die Frage ist nur, Callisto-Credits, wie erkenne ich, ob es noch eine Angriffskette oder sowas ist? Na gut, in Horror-Games sucht man natürlich jede Ecke ab, in der Hoffnung auf irgendwelche Ressourcen, ob es Credits, Leben oder sonst was ist. Da werde ich mich immer mal so ein bisschen umgucken, auf jeden Fall. Oh, Heilung, glaube ich. Gesundheitsinjektor. Suche nach an Wänden montierten Kästen, die einen Gesundheitsinjektor enthalten. Gegner können Gesundheitsinjektoren fallen lassen und sie können auch in Beutekisten gefunden werden. Drücke die Unten-Taste, um schnell einen Gesundheitsinjektor zu verwenden. Sie füllen die Gesundheit wieder auf, aber verwende sie mit Bedacht, da du während des Injektionsvorgangs angegriffen werden kannst. Gesundheitsinjektoren können auch über den Inventarbildschirm verwendet werden. Anomalie erkannt. Wie kommen wir nochmal in den Inventar-Bildschirm? Achtung, Achtung. Wissen wir gar nicht so recht, ne? Ich drück mal nach unten für den... Ach so, nach oben drücken wir es. Ja, Arsenal. Eine Brechstange, eine Klinge. Ach so, da rechts ist es Gegenstände. Nutzen. Sturz. Sturz heißt wahrscheinlich fallen lassen, oder? Ist das ein bisschen schlecht übersetzt eventuell? Mal gucken, wie lange die Animation hier dauert und wie viel Leben es so gibt. Ah, okay. Es dauert wirklich eine ganze Zeit lang. Also nicht verwendbar im Kampf quasi. Und es füllt so zwei Drittel, würde ich sagen. Das ist so ein Robo, ne? Lassen wir ihn mal da stehen und brennen. Ah, hier ist nichts. Es brennt nur, okay. Können wir dir irgendwas Gutes tun? Na, lassen wir ihn mal da stehen. Verschlossen. Oh je. Elias, mit dem Aufzug stimmt was nicht. Ich fahr runter. Verdammt! Verdammt! Das bringt dich in das Auftrag. Reicht dir doch etwas länger. Aber sei vorsichtig. Da unten verwahren sie die völlig durchgeknallt. Ach, kein Problem für uns, denke ich. Ich glaube, zu den völlig durchgeknallten gehören wir nach dem Spiel auch, von daher. Ist das schon mal gut zum Aufwärmen hier? Da hängt auch einer, der völlig... Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Warum tropft da auch so viel Blut runter? Ich glaube, ich will da gar nicht drunter hergehen. Lassen wir die Luke mal Luke sein.
Lüstert da jemand Jacob oder sowas? Ich glaube. Oh mein Gott. Gib mir Heilung. Das macht keinen guten Eindruck hier, Leute. Ich glaube, die ganzen Freaks sind tot. Das kam doch hier rechts aus der Zelle, oder? Wie geil, die ganze Zeit flüstert jemand. Jacob. Jacob. Und kaum gehst du vorbei. Jacob! Ins rechte Ohr. Energieumwandler. Was auch immer ein Energieumwandler macht. Wertvolle, verbotene Gegenstände können für Credits verkauft werden. Dankeschön. Für den Hinweis. Aber es bringt mich, glaube ich, gerade so gar nicht weiter, oder? Oh oh. Achso, wir spielen übrigens auf der PS5, erwähnte ich das schon? Aber ich glaube, es war irgendwie klar, ne? Zumindest für diejenigen, die schon mal das ein oder andere auf meinem Kanal gesehen haben. Callisto-Credits. Ja, es wird wohl dann wohl auch irgendwo mal was zu kaufen oder zu craften oder sonst was geben. Zelle 7. Auch Zelle 7. Oder die 7 heißt irgendwas anderes auf diesen Terminals. Na, guck mal, wir kommen hier rein. Wie, und das ist... Ah, man kann Sachen zertreten. Oh Gott, ich muss hier quasi überall mal drauf treten, oder wie? Um zu gucken, ob es irgendwie was Nützliches enthält. So, in der Zelle waren wir. Die ist zu einfach, ne? Genau wie die. So, ich dachte, hier war auch eine Tür, aber hier leuchtet nur eine Lampe rot. Ich dachte schon, okay, hier ist die rote Tür. Wer weiß, was dahinter ist. Da geht es offensichtlich rein, aber war doch nicht der Fall. Ey, die lauter werdenden Geräusche. Dieser leichte Ton da im Hintergrund. Das lässt alles nichts Gutes erahnen hier. Das war ein geiler Trick. Einen zur Ablenkung da hinten hinstellen, wo man sich die ganze Zeit drauf fixiert und dann springt einen jemand aus nächster Nähe an. Der war nicht schlecht. Was soll ich sagen? Glenn oder Striking Distance Studios. Der war nicht schlecht, der Schockeffekt. Noch mehr Credits, nochmal 13. Sehen wir irgendwo, wie viele Credits wir haben? Naja, da rechts oben, ne? 41. Ich habe noch keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Wahrscheinlich eher wenig. Okay, wenn diesmal was im Hintergrund steht, werde ich mich mehr auf den Vordergrund konzentrieren. Alles okay?
Nein. Nein, aber ich muss ihn töten. Was zur Hölle geht hier vor? Tja, Elias. Warum? Warum? Was ist das denn? Ich wollte eigentlich nur looten. Aber das war doch die Einladung zum Drauftreten, oder? Oder wir werden so oder so angesprungen, wenn wir dran vorbeigerannt wären. Angesprungen worden. Ja, Elias hat auch schon irgendwie... Oh. Alte Kumpel wieder gefunden, die nicht mehr ganz so sind, wie sie mal waren, offensichtlich. Schön. Gesundheitsinjektor und 50 Credits. Ein Gesundheitsinjektor ist auf jeden Fall cool. Aber in dem Fall warten wir jetzt mal auf. Der würde ins Overheal gehen, sprich ein Teil der Heilung würde verschwendet werden, weil wir noch zu hoch sind vom Leben, denke ich mal. Also er hält, glaube ich, mehr als die Hälfte. Und ich würde sagen, naja, es ist wahrscheinlich so die Hälfte, die wir jetzt weghaben. Erstmal am Nacken jucken. Die juckt ein bisschen im Nacken, Freunde. Von wo kommt's? Über mir auf jeden Fall. Rechts von mir. Komm, schnell weg hier. Elias, hab den Aufzug gefunden. Ich komm rauf. Ich hab irgendwie den Eindruck, irgendwas besucht uns hier noch im Aufzug. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenlager. Oh, Bewaffnung. Guter Ort, um sich auszurüsten. Du musst aber vorsichtig sein. Die Sicherheitseinheiten sind aktiv. Was soll mir dieser Tipp jetzt sagen? Die Sicherheitseinheiten sind aktiv. Ich hoffe, die gehen auch eher auf die Monster und nicht auf mich oder auf die Zombies oder was auch immer es hier ist. Oh Gott, nein, hör auf! Nein, sie sind nicht infiziert! Prüfungserlaubnis, Schwurrat. Ach so, okay. Okay, das ist das Ding mit die Sicherheitseinheiten sind aktiv. Ich hab's verstanden. Scheiße. Oh, weiter zum Medizinbereich. Schleich dich an den Sicherheitseinheiten vorbei. Immerhin haben wir so eine kleine Lichtquelle nach vorne weg, wobei ich mich auch frage, wo die herkommt. Ne? Wir haben keine Taschenlampe oder sonst was vorne dran. Das sind unsere Augen. Wo? Ach, da vorne war es. Und jetzt? Ach da, okay. Durch diesen Schacht sollen wir also durch, nicht durch die anderen beiden. Elias, können die uns nicht tracken? Die Gefängnissysteme brechen zusammen, so wie der Aufzug da hinten. Bleib einfach außer Sichtweite, dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen. Also ich darf nicht... in den Lichtstrahl der Robos quasi kommen, vermute ich mal, oder? Oder reicht es, wenn ich mich einfach nicht bewege? Ne, das wäre dämlich, ne? Das sind ja keine Aliens. Sie dürfen mich nicht sehen. Hat er schon gelb geleuchtet? Ah, ich bleib mal lieber hier hinter, glaube ich. Na gut. Diesmal ist das Licht immerhin nicht gelb geworden. Ich glaube, gerade ist es mal kurz gelb geworden, oder? So, aufgeschlossen.
Man muss tatsächlich X drücken, ne? Wenn man vor so einer Tür steht, wo aufgeschlossen dran steht. Obwohl da kein Interaktionszeichen für X ist. Das ist schon so ein bisschen seltsam. Weil sonst ist überall ein X, wo man was machen kann. Ach komm ey, der läuft natürlich auch genau parallel zu mir die ganze Zeit, ne? Das muss, glaube ich, so. Schön unten bleiben. Er geht weiter. Okay. Das war, glaube ich, mal ein Wissenschaftler. Zumindest hat er einen weißen Kittel an. Da ist ein Kollege. Okay, er schleicht da hinten rum. Sieht aus, als wäre ich hier sicher. Das sind in Horror-Games immer die besten Ansagen. Anscheinend bin ich hier sicher. Ups, doch nicht. Ach man, ey. Warum? Okay, solche Kisten können also auch gefährlich sein. Ist das letzte Mal auch was entgegengesprungen? Also, das hat uns, glaube ich, sofort geheilt. Jetzt sind wir, glaube ich, ungefähr auf dem Stand wie vorher. Scheint irgendwie der OP zu sein. Und ich glaube, da liegt auch noch jemand auf dem OP-Tisch. Wollen wir uns das angucken? Eigentlich schon, ne? Na. Ich fürchte, der ist nicht mehr so richtig zu retten, der Kollege. Was haben wir hier für ein Apparat? Eine Torsicherung. Nimm die gute Sicherung, um Türen mit Strom zu versorgen. Nimm die gute Sicherung. Gibt es auch eine schlechte Sicherung? Mal so doof gefragt. So, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Malers Erinnerung. Persönliches Logbuch. Dr. Caitlin Mahler. Heute in Black Iron angekommen. Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein, aber ich vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Mhm. So, hier können wir die Sicherung vermutlich wieder einsetzen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich da unten nicht noch hätte ein bisschen umgucken wollen. Ich nehme mal die Sicherung nochmal mit. Kann ich nochmal mitnehmen? Weil wir hätten hier nochmal rausgehen können. Oh Gott, hier ist jetzt alles dunkel. Hiermit hat es eher nichts zu tun, ne? Weil hier war ja auch noch ein längerer Gang. Aufgeschlossen. Irgendein Krankenzimmer.
Aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen Loot, was sich mit Sicherheit noch irgendwann als vorteilhaft herausstellen wird. So, noch mal ein paar Credits eingesackt. Hier ist auch noch mal eine offene Tür. Tja. Haben wir eigentlich eine Karte? Hier ist auch noch mal was, um eine Sicherung reinzumachen. Okay, jetzt muss man sich auch noch merken, irgendwann, wo man mal die Sicherung gelassen hat. Ah, noch ein... Wenn mich nichts anspringt, noch ein Injektor, ja. Und noch ein Energieumwandler, den wir verkaufen können irgendwann. Naja, dieser kleine Ausflug hat sich auf jeden Fall noch gelohnt, würde ich sagen. Ich habe nur keine Ahnung mehr, wo dieser Robo abgeblieben ist. Ah, die Sicherung wollen wir wieder mitnehmen. Umkleideraum 121. Auch hier ist irgendwie ein ziemliches Chaos. Und nicht mehr so viel übrig irgendwie. Zumindest nichts Lebendes. Wie in den ganzen restlichen Bereichen auch. Ach komm, hier im Umkleidebereich springt mich bestimmt noch irgendwas an oder so. Hier in der zweiten Hälfte macht es auch bedrohliche Geräusche, aber eher, weil irgendwelche Nebelschwaden von der Decke gepustet werden. Oh, da hinten ist jede Menge Blut. Hier kommt doch auf jeden Fall noch irgendwo ein Gegner, oder? Ah, so ein bisschen Gänsehaut, Leute. Oh nein. Irgendwann falle ich vom Stuhl. Ich schwör's euch. Diese ungute Musik wird immer lauter, aber im Zweifelsfall passiert's eh auf dem Rückweg, wenn ich mich in Sicherheit wähne. Hier ist noch ein Köfferchen. Und hier ist so viel Blut. Da ist doch kein gutes Omen, oder? Credits. War mal eine Dusche. Aber die Dusche... Boah, Leute, ich traue mich nicht mehr weiter. Die Dusche sieht aus, als hätte sie jemand mit Blut geduscht. Ja. Wo? Da. Hau ab, du Pisser. Oh no. Nein, er hat mich. Ich glaube, das war eine Angriffskombi, der ich nicht richtig ausgewichen bin. Ich hoffe, ich wache jetzt an der Dusche wieder auf. Weil das nochmal spielen zu müssen, wäre irgendwie witzlos. Oh nein, tatsächlich. Boah, muss ich jetzt alles nochmal machen, mir auch alles wiederholen, was ich mir geholt habe und so. Oh, falscher Knopf. Oh Gott, ey Leute, das ist nervig. Weißt du, wenn schon klar ist, dass da so ein Gegner in der Ecke steht mit Jumpscare oder wo man potenziell stirbt, ja, ist ja schon eindeutig so geplant, dass man da eventuell noch mal sterben kann, ja? Wenn da schon so überfallmäßig so ein Gegner rumsteht. Wo kommen wir raus? Ey, dann können sie einen wenigstens da auch wieder aufstehen lassen.
Ja, ich glaube, ich muss alles nochmal einsammeln. Okay, Leute, das macht dann, glaube ich, gar keinen Sinn, das jetzt alles nochmal zu spielen. Beziehungsweise ich spiele es schon nochmal, aber wir sehen uns hinten bei dem Gegner wieder. Gut, da sind wir wieder. Bam. So, und jetzt kommt er, wenn wir uns zurückbewegen wollen. So, komm her, mein Freund. Ich drücke jetzt mal die ganze Zeit nach links. Ah, nee, einfach nur nach links drücken ist dann irgendwie auch nicht die richtige Entscheidung, habe ich den Eindruck. So. Bumm. Oh. Wow. So, jetzt haben wir dich, du Penner. Hat auch einiges ausgehalten, der Typ. Okay. So, Freunde. Aber ich würde sagen, wir haben unseren Tod gerecht. Und dann machen wir an der Stelle hier beim nächsten Mal weiter und gucken mal, ob hier noch mehr Gegner auf uns warten oder nicht. Und schau mal, was es eventuell noch dafür Gänge gibt, wo der Robo auch hergelaufen ist. Aber das werden wir, wie gesagt, beim nächsten Mal sehen, Freunde. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.